Jo, liebe Leute, ich freue mich heute auf das Video. Heute habe ich nämlich drei Charaktere mitgebracht, die ihr wahrscheinlich schon vergessen habt im Mario-Universum. Beziehungsweise Charaktere, die einfach von Nintendo wenig Aufmerksamkeit kriegen, was ich schade finde. Das Video entsteht wieder mit Akata zusammen in Kooperation, deswegen checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Dort gibt es noch einen zweiten Part, auch drei Charaktere, die ihr möglicherweise nicht mehr im Kopf habt. Und noch als kleine Info, das Gewinnspiel mit dem Nintendo 2DS im Bundle mit News über Mario Bros. 2 geht noch bis zum 10.10. Ihr müsst nur Abonnent sein und einen Kommentar schreiben unter dieses Video. Und als kleine Info, Leute, der gute Akata verlost heute auch zwei richtig geile Amiibos auf seinem Kanal. Deswegen abchecken lohnt sich. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem ersten Charakter. Und der erste Charakter, ihr solltet ihn alle kennen, ist eigentlich ziemlich bekannt, aber hat in letzter Zeit ziemlich wenig Aufmerksamkeit bekommen, leider. Und zwar der Gegner, der das erste Mal 1990 aufgetreten ist in Super Mario World. Und zwar der Rex, Leute. Ihr seht ihn alle hier. Er sieht aus wie Yoshi. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Die Sprites, beziehungsweise das Charakterdesign, sieht aus wie Yoshi mit Hörnern. Sie kommen laut Nintendo von den Dinosaurierinseln, beziehungsweise vom Dinosaurier Land. Und die Stärken des Charakters sind wirklich nicht so breit gefächert. Er läuft eigentlich nur wie ein Goomba auf Mario zu und lässt sich auch letztendlich von Mario denn zertreten. Die Auftritte, die der Rex, beziehungsweise die Rexes bis jetzt hatten, sind wirklich wenig. Man kann sie an einer Hand abzählen. Bis jetzt war er nur bei Super Mario World und Mario Luigi Superstar Saga, aber auch bei Super Princess Peach, das Spiel für den Nintendo DS, was Peach ja spendiert bekommen hat. Und das war auch schon alles. Beziehungsweise es gab noch einen kleinen Mini-Auftritt in Minecraft für die Wii U. Dort wurden die Zombie-Pigments ersetzt durch Rexes, also das Skin wurde ausgetauscht von den Pigments aus Minecraft, wie man sie kennt, in Rexes, was auch eigentlich ziemlich cool ist für die Nintendo-Version von Minecraft. Aber das waren auch schon alle Auftritte von Rex, was ein bisschen komisch ist, weil wenn man zum Beispiel natürlich mit einem Koopa oder einem Goomba vergleicht, ist das natürlich echt richtig wenig. Und Super Mario World war einfach, oder besser gesagt, ist einfach ein Kultspiel und das war einfach einer der ersten Gegner, um genau zu sein, glaube ich, der zweite Gegner, der aufgetaucht ist, und dass der so wenig auftritt, ist schon schade. Aber wir wissen ja alle, bei Mario Odyssey gibt es auch einmal die Fossilfälle, beziehungsweise das Cascade Kingdom, wo auch ein T-Rex ist. Vielleicht, möglicherweise, werden sie dort wieder einen Auftritt haben. Der nächste Charakter ist Wart, der selbsternannte Froschkönig. Seinen ersten Auftritt hatte er im Jahre 1988 bei dem Spiel Super Mario Bros. 2. Wie schon eben erwähnt, er ist zwar ein Frosch, aber er sieht genauso aus wie King K. Rool, beziehungsweise in den früheren Spielen sah er genauso aus wie Bowser, beziehungsweise König Koopa. Deswegen gibt es bis heute einige Personen, die behaupten, dass dieser Wart damals wahrscheinlich König Koopa sein sollte, aber dann abgeändert wurde. Aber die Fans wissen halt nicht, warum das getan werden sollte, und deswegen denken sie, okay, Wart ist eine einzelne Person. Außerdem tritt dieser Charakter, der eigentlich von einem Mario-Spiel ist, auch in einem Zelda-Spiel auf, und zwar in Link's Awakening, und dort ist er sehr musikalisch und bringt Link den Kröten-Rap bei. Und in Mario Bros. 2 kann man ihn ganz einfach besiegen, und zwar muss man das Gemüse einfach in seinen Mund werfen und dann irgendwann packt man es halt, ihn zu besiegen. Und warum der vergessen ist, ist, glaube ich, bekannt, Leute. Wahrscheinlich kanntet ihr ihn nicht mal, als ich diesen Namen gerade erwähnt habe. Er kam zwar in einigen Spielen vor, beziehungsweise sogar in einem Comic und sogar in einem Zelda-Spiel, aber trotzdem wurde er im Endeffekt vergessen. Ein weiterer Charakter, den ich in meiner Kindheit extrem gefeiert habe, ist Prinz Marmek. Wer Prinz Marmek nicht kennt, das ist keine Schande, aber ihr solltet normalerweise ihn noch kennen, wenn ihr das Spiel gespielt habt, und wenn nicht, dann schämt euch, aber es ist auch nicht so schlimm. Das Spiel wird nochmal remastered für Nintendo 3DS, und zwar Mario und Luigi Superstar Saga, was einfach eines meiner Lieblings, wenn nicht das Lieblingsspiel nach den Pokémon-Teilen natürlich, für den GBA für mich ist. Also es ist wirklich extrem geil. Das Kampfsystem, der Humor, die Dialoge, die Quests, die Items, das Leveln, alles hat extrem Spaß gemacht, und dort gab es einen Charakter, Prinz Marmek. Die Story fing nämlich so an, dass Luke Miller und ihr verrückter Assistent Krankfried sich ausgegeben haben als Botschafter aus dem Bohnenland und Prinzessin Peach ein Geschenk überreichen sollten, was denn letztendlich ein Hinterhalt war, und sie haben Prinzessin Peach Stimme geklaut und sind damit durchgezogen. Natürlich Bowser, Mario und Luigi hinterher und wollten zusammen letztendlich die Stimme wieder zurückholen und die Feinde in die Flucht schlagen. Dort sind sie dann letztendlich abgestürzt, sind im Bohnenland gelandet, und da kommen wir auch zu dem Charakter, nämlich Prinz Marmek ist der Prinz von dem Bohnenland, und er ist einfach extrem lustig, Leute. Wie er auftritt, er wedelt immer sein Haar und dann blitzt es einmal so auf. Er ist so der Schönling und er hat so ein lustiges Soundfile, kommt immer auf einer fliegenden Wolke und hat einen Degen in der Hand. Und allgemein das Bohnenland, inklusive Prinz Marmek, hatte sonst keine weitere Relevanz, beziehungsweise keinen weiteren Auftritt mehr in Mario. Also in keinem weiteren Mario-Spiel. Und ich finde es extrem schade, das Pilzkönigreich wird immer so gehighlightet. Jetzt in Mario Odyssey haben wir mal andere Königreiche, aber ich finde es schade, dass wir nicht ins Bohnenkönigreich, beziehungsweise ins Bohnenland kommen. Wo das genau geografisch liegt, kann ich auch schwer sagen, wenn ich jetzt die Map, beziehungsweise den Planeten sehe von Mario Odyssey, den neuen. Eventuell liegt das Bohnenland ja noch in dem Pilzkönigreich auf dem Planeten, und wenn wir da vielleicht hin können, vielleicht werden wir es wenigstens einmal auf der Map sehen. Das würde mir als Auftritt schon reichen. Aber wie gesagt, Prinz Marmek, mein Lieblingscharakter aus Superstar Saga, einfach richtig lustig. Und das Gute ist, das ganze Spiel wird für Nintendo 3DS jetzt noch kommen als Remake. Ich werde es in der Videobeschreibung verlinken für die, die es kaufen wollen. Das ist ein Affiliate-Link, also ihr unterstützt mich damit, aber habt keine Zusatzkosten. Checkt auf jeden Fall den ersten Link
in der Videobeschreibung, ob dort sind noch drei Charaktere, die auch in Vergessenheit bzw. ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind von der Mario-Serie. Beim guten Akata, es lohnt sich. Und das Gewinnspiel von mir, Nintendo 2 DS, mit dem Spiel 10.10. Ihr wisst Bescheid. Ihr müsst nur abonnieren und einen Kommentar schreiben. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.